Hollywood-Star Matthew McConaughey muss diese Woche mit den Tränen kämpfen. Er hält nach dem Amoklauf in einer Grundschule in Texas eine emotionale Rede im Weißen Haus. Ein Grund, warum er sich jetzt so sehr für die Sicherheit von Kindern einsetzt, liegt vielleicht auch in seiner eigenen traurigen Kindheit. Was, wenn es meine Kinder gewesen wären? Ein Gedanke, der Matthew McConaughey hier möglicherweise durch den Kopf geht, an der Seite seiner Mutter und seiner Frau. Vor wenigen Tagen besucht er mit seiner ganzen Familie, seinen drei Kindern, die Grundschule in Uvalde, Texas. Tatort einer der wohl schlimmsten Amokläufe der amerikanischen Geschichte. Und genau die Stadt, in der der Hollywoodstar selbst aufgewachsen ist. Es tut ihm physisch weh. Wie sehr, zeigte er Mittwoch im Weißen Haus. Maite Rodriguez trug diese grünen Converse mit dem Herz auf dem rechten Fuß jeden Tag. Sie waren die einzige Möglichkeit, sie nach dem Massaker identifizieren zu können. Der Hollywood-Star kocht vor Wut über die Waffengesetze in den USA, während seine Frau Camila die Schuhe der toten Neunjährigen hält. 25. Mai. Ein 18-Jähriger dringt in die Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde ein. Er schießt 19 Grundschüler und zwei Lehrerinnen. Matthew McConaugheys eigene Kinder im gleichen Alter. Ihm reicht's. Wir haben mit so vielen Menschen gesprochen, den Familien der Opfer, Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Jägern, Texas Rangers, dem Grenzschutz, verantwortungsvollen Waffenbesitzern, die ihr Recht auf Waffen nicht aufgeben möchten. Und alle haben gesagt, sie wollen sichere Schulen und Waffengesetze, die es den bösen Jungs nicht so einfach machen, an diese verdammten Waffen zu kommen. Seit dieser Woche kämpft er offiziell für schärfere Waffengesetze und sichere Schulen. Vielleicht auch, weil er aus eigener Erfahrung weiß, wie verwundbar man als Kind ist. Matthew McConaughey ist ein Hollywood-Star, wird Anfang der 2000er zum Sexsymbol, oben ohne sein Markenzeichen. An seiner Seite immer schöne Frauen. Zu seinen Ex-Freundinnen zählt er Hollywood-Stars wie Penelope Cruz und Sandra Bullock. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns einfach begegnen. Ich habe einen wirklich guten Freund in Matthew gefunden. Er ist großartig. Er ist wirklich großartig. So großartig, dass er 2014 sogar den Oscar gewinnt. Im gleichen Jahr gibt's den Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. I got my name. Das ist ein großer Moment in meiner Karriere, in meinem Leben. Ich bin aus Texas. Wir haben dort ein Haus. Ich habe meine erste Rolle in Austin, Texas bekommen, im Film Dazed and Confused. Damals hätte ich nie gedacht, dass daraus eine Karriere wird. Aber hinter dem Sunnyboy-Image ist ein Mann mit einer schwierigen Kindheit. 2020 veröffentlicht er seine Autobiografie Green Lights. Über sich, seine Kindheit, seine Eltern. Ihre bizarre Ehe beschreibt er vor 2 Jahren so. Sie waren manchmal gewalttätig. So haben sie kommuniziert. Sie waren zweimal geschieden und haben dreimal geheiratet. Das war wie der Pazifische Ozean während eines Sturms. Sein Vater Jim arbeitet damals in einer Ölförderungsfirma. Seine Mutter Catherine ist Aushilfslehrerin. Es sind verstörende Szenen, die er in einem weiteren Interview im Rahmen seiner Buchveröffentlichung schildert. Meine Eltern haben sich gestritten mit einem langen Messer. Meine Mutter sagt heute noch, ich habe das gebraucht, damit wir uns verstanden haben. Sie hat den Streit immer angezettelt. Mein Vater hat nicht angefangen. Sie hat angefangen, bis er zurückgeschlagen hat. Sie war 1,64 Meter, er 1,95. Er hat immer zu ihr gesagt, das ist kein fairer Kampf, warum fängst du immer an? Gewalt war in Matthews Haushalt an der Tagesordnung, weiß auch Society-Experte Chance Biesbach. Er hat Matthew McConaughey schon privat getroffen. Sie haben gemeinsame Freunde. Er hatte keine schöne Kindheit. Sein Vater war gewalttätig. Das erste Mal hat sein Vater ihn geschlagen, weil er auf den Namen Matt reagiert hat, anstatt auf Matthew. Und auch seine Mutter hat er geschlagen. Er hat ihre Finger gebrochen, 4-mal allein an einem Tag. Als Matthew beschlossen hat, Schauspieler zu werden, hat ihn sein Vater rausgeschmissen. Dass sein Sohn mal einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt wird, bekommt er nicht mehr mit. Er stirbt schon 1992 mit 63 Jahren. Sein Tod ebenso grotesk wie seine Ehe. Er stirbt beim Sex an einem Herzinfarkt. Matthew hat mittlerweile seine eigene Familie mit dem brasilianischen Model Camila Alves. Eine Beziehung, turbulent und explosiv wie die seiner Eltern, für ihn unvorstellbar.
Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal bei meiner Frau laut geworden bin. Auch nicht den drei Kindern gegenüber. Sie sollen niemals Gewalt erleben. Seinen eigenen Eltern hat Matthew verziehen. Trotz all der Gewalt, trotz des Hin und Hers, des Chaos. Denn eines habe er immer bekommen, das Gefühl, geliebt zu werden. Die Liebe wurde nie in Frage gestellt. Ich habe das oft gehört. Ich liebe dich, Matthew. Ich mag dich nur gerade nicht. Jetzt kämpft der Schauspieler für schärfere Kontrollen der Waffenkäufer und die Erhöhung des Mindestalters für den Kauf von Sturmgewehren von 18 auf 21 Jahre. Selbst das geht vielen Amerikanern schon zu weit. Wir müssen damit anfangen, damit sie nicht umsonst gestorben sind. Matthew McConaughey hat sich das zum Ziel gesetzt. Etwas verändern, Schulen sicherer machen. Immer wieder verdichten sich Gerüchte, er wolle in die Politik gehen, Gouverneur von Texas werden. Angetreten ist er bisher nicht. Vielleicht hat er sich das jetzt nach dem Tod von 19 Kindern in seiner Heimatstadt noch mal anders überlegt. Das war's für heute von Prominent. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Start in die neue Woche. Tschüss.